Wir beginnen auf der medialen Seite des Schulterblatts mit der Fazies Serrata. Und zur kurzen Orientierung, wir sind hier quasi im Vorbau meiner kleinen Burg. Und wir haben hier einen Baum. Fazies Serrata bedeutet Serrata. Serrata ist angesägt und entsprechend soll der Baum hier angesägt werden. Wir stellen uns vor, dass dieser Baum angesägt ist, Fazies Serrata. Wenn wir noch Hilfe brauchen bei Fazies, dann bräuchten wir FAZ. Die FAZ wird hier angenagelt an die Wand oder an das Holz. Also FAZ für Fazies Serrata. Dann als nächstes haben wir die Fossa Subscapularis. Wir stellen uns vor, dass hier ein U-Boot kommt und hier andockt oder anlegt. Und damit haben wir ein Sub. Sub wie Subway. Die U-Boot, die U-Boot-Baguettes oder von Yellow Submarine weiß jeder, Sub ist irgendwas mit U-Boot. Und Fossa ist ein Fass, also stellen wir uns vor, dieses U-Boot besteht aus Fässern oder ist so fassförmig. Eine Fossa Subscapularis. Als nächstes wandern wir hier über diese Zugbrücke. Und hier stellen wir uns einen Kriegselefanten vor für Cartilago Scapulae. Kriegselefant wegen Cartilago. Cartilago ist klingt so ein bisschen wie Karthago und damit stelle ich mir einen Kriegselefanten vor. Auf diesem Kriegselefanten steht der Dracula. Dracula ist mein Symbol für Scapula. Das Ganze ist also Cartilago Scapulae. Als nächstes haben wir hier diese Zierbäume. Hier stelle ich mir vor die Spina Scapula. Spina Scapula, die Spina Scapula ist hier als Spinat vertreten. Wir würden uns hier vorstellen, dass wir jede Menge Spinat verteilen. Und dann haben wir hier einen Springbrunnen. Der Springbrunnen, hier stelle ich mir vor Tuba Spinae Scapulae. Und das stelle ich mir vor als Dracula, der eine Tuba spielt. Tuba für Tuber. Und ja. Und das klingt alles ganz furchtbar, weil der hat da so Spinat in der Tuba. Tuba Spinae Scapulae. Als nächstes drehen wir uns um und schauen uns diesen wunderschönen Baum an. Und hier, wenn wir nach oben blicken, entdecken wir plötzlich eine Akropolis. Akropolis ist, das ist so eine Sehenswürdigkeit in Athen und die sieht man meistens auf Fotos von unten, weil sie ist auf einem Berg und Akropolis steht bei mir jetzt für Akromion. Das Akromion wird symbolisiert durch die Akropolis. Als nächstes stelle ich mir hier vor auf der Treppe den Processus Harmatus. Also ich wandere hier auf der Treppe und schlage jede einzelne Stufe so ein bisschen mit einem Hammer an. Und man kann die auch kaputt machen, wenn man ganz lange drauf geht. Ja, jedenfalls haben wir hier den Processus Harmatus und darüber verläuft Processus Suprahamatus. Supra ist jetzt symbolisiert durch Superman, für mich immer Superman. Man muss normalerweise ein bisschen aufpassen mit Super und Supra, aber Suprahamatus und Superman kommt hier angeflogen mit seinem Cape und haut mit einem Hammer ganz doll drauf und hämmert hier alles zu Schrott. Und das ist dann der Processus Suprahamatus. Als nächstes stelle ich mir die Fossa Supraspinata vor unter diesem Gang hier.
und zwar als Fass mit Superspinat drin. Superspinat gibt Superkräfte, so wie bei Popeye. Und rechts daneben stellen wir uns Infraspinata vor, also Fossa Infraspinata als Fass mit Spinat drin und einem Infrarotlicht, das von oben herab leuchtet, dem Spinat noch mehr Kräfte verleiht. So, jetzt haben wir hier unser schönes Häuschen in der Ecke und hier gehen wir rein und der nächste Punkt wäre Cavitas Glenoidalis. Und zwar werden wir hier überfallen von einem Höhlenmenschen. Höhlenmensch, Caveman auf Englisch und das steht für Cavitas. Glenoidalis, Glen glühend und Oid war entweder Euter, also der Höhlenmensch hat ein glühendes Euter in der Hand. Und ja, dann könnte man sich auch noch vorstellen, Hoden, also Oidalis, könnte man sich auch vorstellen als glühenden Hoden. Und der Höhlenmensch, der überfällt uns hier. Und jetzt als nächstes stelle ich mir vor wieder den Superman. Superman hat jetzt hier die Aufgabe, einen Berg aufzuhäufen von Gleitmittel. Das ist das Tuberculum supraglenoidale. Und daneben ist das Tuberculum infraglenoidale. Auch wieder hier so eine Infrarotlampe. Als letztes kommt noch der Processus coracoideus dran. Der Processus coracoideus ist der Rabenschnabelfortsatz. Und jetzt stelle ich mir hier vor für Cora eine Koralle, also eine rote Koralle. Für mich sind Korallen prototypischerweise rot. Und da stelle ich mir vor, dass ein Rabe die anknabbert. Coracoideus. Also Coideus kann man sich vielleicht auch noch irgendwie vorstellen, aber es reicht eigentlich schon. Coracoideus. Also eine Koralle mit einem Raben. Und da Coracoideus uns ja geläufig ist aus der Vorlesung oder aus dem Buch, reicht es ja auch so. Okay, ich will jetzt noch mal ein bisschen Orientierung verschaffen und das Ganze von anderen Perspektiven beleuchten, der Verlauf unserer Route begann da hinten auf dem anderen Ende der Wand und ja, dann beginnt das Ganze von vorne. Facies serrata. Fossa subscapularis. Cartilago scapulae. Spina scapula. Tuber spinae scapulae. Acromion. Processus hamatus, Processus suprahamatus, Fossa supraspinata, Fossa infraspinata, Cavitas glenoidalis, Tuberculum supraglenoidale, Tuberculum infraglenoidale und als grünen Abschluss Processus
Coracoideus.